ist heute ja ein ganz besonderer Tag, ist für mich ein Freudentag, vor allem, weil wir in nur 955 Tagen dieses Gebäude gebaut haben, mit Hilfe von vielen, vielen, vielen Beteiligten. Und denen möchte ich heute Danke sagen. Zuallererst dir wirklich eine ganz große Anerkennung. Ich habe es heute Mittag schon ein paar durchgegangen sind, ausdrücken dürfen beim Messegespräch. Ich darf dir einfach nur gratulieren. Es ist dir zu verdanken, lieber Markus. Die Zielorientierung, die immer darauf ausgerichtete Konsensfindung, die du in all diesen Schritten mit der Entwicklung dieses Bauplatzes an den Tag gelegt hast, das überragt bei Weitem noch die 13 Geschosse. Dafür darf ich als Bürgermeister dieser Stadt ganz herzlich gratulieren. Danke sagen. Dann noch ein paar Schritte in der Entwicklung dieses Objektes. Auch dir preisgeben. Vielen herzlichen Dank und Gratulation zu allen. Wahrzeichen von Innsbruck wird zwar das goldene Dachl bleiben, aber eine Attraktion ist es wirklich. Meine herzliche Gratulation dazu und ich bedanke mich. Es ist nicht selbstverständlich, wenn wir nicht solche Unternehmer hätten, das muss ich schon sagen, dann würden aus Visionen nicht solche Gebäude und nicht solche Umsetzungen. Und das brauchen wir natürlich in unserem Land, Herr Magisterschaft. Die Eröffnung Headline hier ist für mich eine ganz besondere Freude und auch das Land Tirol möchte hier dazu sehr, sehr herzlich gratulieren. Denn es ist eine absolute Aufwertung dieser Bahnhofgegend, wenn man gesehen hat, wie es früher ausgeschaut hat und jetzt ist es eine gewaltige Bereicherung. Und da möchte dir, der Herr lieber Markus, für deinen Mut und für deine Risikobereitschaft herzlich danken. Es ist keine Selbstverständlichkeit. Und sagen wir es auch ganz deutlich, wir brauchen immer wieder Unternehmer, die diesen Mut haben. Wir bitten dich, segne dieses Gebäude und stärke sie durch deinen Geist. Erfülle sie mit Gerechtigkeit, Tatkraft und Verantwortungsfreude, damit sie zum Wohle aller wirken. Das gewähre der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.